hey, du möchtest dir ein Model 3 zulegen und jetzt steht die Frage im Raum, vielleicht ein gutes Gebrauchtes für rund 30.000 Euro oder dann doch lieber ein nagelneues für 43.000 etwa. Und wir versuchen euch heute mal da ein bisschen Hilfestellung zu geben, einige Antworten zu liefern. Und zwar gehen wir natürlich auf die vier wichtigsten Punkte ein, die meistens im Raum stehen. Das wäre natürlich der Akku, dann natürlich der Preis. Wir gucken uns auch die Optik an und die Ausstattung und klären mal die Frage, wenn ich mich dafür Gebrauchtes entscheiden sollte, was muss ich vielleicht im Blick behalten? Was steht an eventuell Reparaturen, Wartungsarbeiten? Alles nach dem Intro. So, um der Sache auf den Grund zu gehen, haben wir da. Aber ich erzähle euch das nicht alles alleine, sondern wir haben natürlich jemanden, der sich wieder auskennt, der Dennis. Hallo. Naja, wir probieren es mal, oder? Ganz kurz zu den Fahrzeugen, ist ganz interessant. Wir haben hier noch ein 2020er Model 3 Standard Range Plus, so hat sich das Auto damals genannt. Erkennt ihr immer an den Chromblinkern und Chromfensterrahmen. Heißt, wir haben keine Wärmepumpe, wir haben einen Lithium-Ionen-Akku mit 55 Kilowatt Leistung oder Speichervermögen. Ja, so mal ganz cool zu den Fakten. Natürlich nebendran der Nagel, neue Model 3, 60 Kilowatt LFP-Akku und Wärmepumpe. So mal ganz grob zu den ersten Unterschieden. Also Dennis, jetzt angenommen, ich entscheide mich für das gebrauchte Model 3. Ja. Was muss ich in nächster Zeit vielleicht einkalkulieren, was ich an Reparatur und Wartung irgendwie das noch habe? Ja. Also klar, wir haben natürlich einen Preisunterschied. Wir haben hier ca. 30.000, glaube ich, kosten die Standard Range 2020 gerade im Netz. Kommt natürlich auf die Kilometer an. Ich glaube, wir haben wieder zwischen 50.000 und 60.000 Kilometer auf dem Fahrzeug. Normalerweise ist bis jetzt noch kein Service gemacht worden, weil Tesla es ja nicht vorschreibt. Ich würde auf jeden Fall nach den Bremsen schauen. Mhm. Viele Bremsen sind einfach eingelaufen und deswegen motzt der TÜV und sagt, hey, ihr kommt nicht durch den TÜV, weil die Bremsen eingelaufen sind. Nicht, weil sie abgefahren sind oder verschlissen, sondern nur einfach, ja, nicht richtig benutzt worden sind. Aber das hilft abdrehen, kann grobe 600 Euro, dann hat man die Bremsen einmal sauber abgedreht und kann weitere 60.000 Kilometer mit dem Auto ganz in Ruhe verbringen. Wir haben zwei kleine Stichpunkte, das merkt ihr, wenn ihr fahrt mit dem Fahrzeug, diese Querlenker hier oben drin, die machen immer so ein bisschen Theater, die knarzen. Das merkt ihr aber gleich bei der Probefahrt. Die hat Tesla auf Garantie ersetzt. Das Auto ist jetzt aktuell 3 Jahre alt. Ihr habt ein Jahr Garantie noch auf das Fahrzeug, also welche Kosten außer der Bremsen? Kommen auf uns zu. Kann mir eigentlich nichts passieren. Genau. Okay. Kosten haben wir jetzt geklärt. Was sagst du jetzt zur Optik? So, was sagt deine weibliche Intuition zum, ja, alt oder neu? Also, man wird jetzt ja vielleicht vermuten, dass ich das alte sage. So ein bisschen die weicheren Formen, die etwas runderen Formen, ein bisschen geschmeidiger alles von der Formgebung her. Aber ich, also wirklich nur eine Meinung, ich bin tatsächlich mehr beim neuen. Ich finde die kantigere Form ganz cool, das schnittigere von der Scheinwerfer her guckt ein bisschen böser im Prinzip. Ich persönlich finde den Design technisch gut. Ich wäre eher da. Gehe ich mit, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ja, total. Technischer Aspekt, bei den Scheinwerfern, beim 2020er Modell haben wir auch Voll-LED-Scheinwerfer, aber mit einem Reflektorspiegel. Hier haben wir mit Linsen vorne dran, Voll-LED. Heißt natürlich jetzt in der Praxis, nachts habe ich hier nicht so ein schönes Licht wie hier. So, einfach mal als Fakt. Aber ich denke, wir schauen uns die Autos noch ein bisschen genauer an. Wo sind wirklich die Unterschiede? Wir fahren mal eine kleine Strecke mit beiden. Wie viel verbrauchen sie? Merke ich die Wärmepumpe? Was muss ich wegen dem Akku beachten, werden wir besprechen. Auf jeden Fall. Und ist das wirklich viel leiser, das Fahrzeug? Ja, ich denke, wir gehen mal den Unterschieden auf den Grund, weil ob 30.000 Euro oder 43, naja, für den einen oder anderen wird es noch ein Zweitwagen. Ja. Und was merke ich im Alltag dann wirklich? Das sind genau die Sachen, gell? Genau, also, ja, los geht's. So, wir gehen jetzt hier, ihr seht's, wir fahren hier Bad Dürheim los, wir werden nachher hier Richtung ein Stück Autobahn fahren, also von der grob ein Drittel des Weges wird Autobahn sein, dann fahren wir Landstraße, dann fahren wir Überland und noch ein bisschen langsamer mit 80 km/h und dann einmal durch die City. Wir sehen nachher, wie viele Kilometer das sind, wie viel wir jetzt hier mit dem alten, mit dem Standard Range von 2020 verbrauchen. Ich bin gespannt, merkt man wirklich einen großen Unterschied? Interessant ist, wir haben jetzt 5 Grad Außentemperatur hier, bei 5 Grad
Ja, das war nicht die Temperatur für die alten Lithium-Ionen-Akkus. Die haben nämlich viel mehr verbraucht, weil sie einfach sich immer aufheizen mussten. Also wir werden wirklich jetzt hier bei fast winterlichen Bedingungen die Testfahrt machen. Genau. Jetzt so ganz kurz ein erster Eindruck. Hey, das Auto hat jetzt 55.000 Kilometer, war von uns ein Leihfahrzeug für Kunden. Also da hat eigentlich jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auf ein Leihfahrzeug gibt jeder etwas weniger Acht wie auf sein Privatfahrzeug. Also es mag Ausnahmen geben natürlich, die das sorgsam behandeln, aber es gibt leider also auch andere Ausnahmen, wo, das will man manchmal nicht sehen, wie die Autos zurückkommen. Aber ich muss sagen, Lisette hat es gerade angesprochen, gell? Also es sieht eigentlich fast aus wie neu alles. Wenn man überlegt, ich denke jetzt gerade an meinem eigenen Auto, aber da kann ich nichts dafür, würde ich behaupten. Da blättert an so einem kleinen Hebele oder so nach ein paar Jahren dann schon irgendwie das Chrom weg und ja, es ist nicht schlimm, aber eigentlich schade, weil man hat das einfach doch irgendwie gern schön und das Auto hier sieht eigentlich echt aus wie neu. Also da ist nichts abgegriffen oder abgeschrabbelt oder sieht eigentlich alles noch gut aus. Also kann ich jetzt echt nichts Negatives sagen irgendwie. Ich finde jetzt gerade gar nichts auf die Schnelle, wo nicht schön aussieht. Ja. Stimmt. Also dafür, dass er so benutzt wurde, spricht für die Qualität eigentlich. Auch wenn man doch vielleicht immer sagt, der Innenraum vom Tesla ist nicht so gut verarbeitet. Die Materialien zeigen es jetzt mit der Zeit. Ja. Mhm, doch, wirklich. Okay, gut. Auf der Autobahn werden wir jetzt so circa, lassen wir mal 130 fahren, dass wir jetzt hier keine zu großen Ausschläge kriegen, wenn wir jetzt mit 150, 170 fahren. Mit dem Auto, ein Vorteil, bei dem Auto könnten wir 225 fahren, mit dem anderen nur noch 201. Also, das ist natürlich schon ein fetter Minuspunkt für den neuen. Was wir noch machen werden, wir nehmen hier unseren Innenraummesser, haben wir mit dabei. Wir werden einfach mal hören, wenn wir hier auf Ohrhöhe sind, auf unserer, was haben wir denn, wenn Deine oder meine Ohrhöhe? Ist die Frage. Wir werden beide messen. Okay. Vielleicht noch ein Hinweis, was mir jetzt beim neuen aufgefallen ist. Seid da bitte auf die Straße konzentriert. Das darf der Beifahrer, darf man nur rumspielen hier, gell? Wenn wir hier auf... Jawohl. Jawohl. Pedallenken gehen. Ich habe hier noch die Möglichkeit, den Stoppmodus bzw. die Regeneration des Bremssystems einzustellen. Hier Standard, hier Kriechmodus, also das Fahrzeug hält nicht. Werden wir nachher beim neuen ansprechen. Da habe ich das Gefühl, ich kann es nicht mehr einstellen. Das Auto gibt es mir fest vor. Dezibel. Wir sind gespannt. Also bei niedrigen Geschwindigkeiten macht es wahrscheinlich nicht viel aus, ob jetzt neu oder alt, aber bei den höheren, oder? Bei der Senta ist es leiser, da hat es nur 71. Warte mal. Senta, so die ersten 10 Kilometer, ich glaube die längste Strecke im Tesla, wo du bisher gefahren hast, oder? Tatsächlich, ja. Ja, schönes Auto. Also, so spontan finde ich es wirklich angenehm. Man hat tatsächlich, darf ich das jetzt so sagen, so das leichte Windgeräusch nimmt man schon wahr. Ja. Wobei ich es jetzt nicht schlimm finde. Aber tatsächlich, es ist vorhanden. Ja. Das ist alles so. Ja. Punkt, wo natürlich immer fraglich ist, oder? Wenn man jetzt so ein Auto kauft, was ist so vielleicht so eine Angst? Wie ist es mit dem Akku? Ist der noch gut nach der Zeit? Sollte ich lieber doch die Finger davon lassen, von dem gebrauchten Elektroauto, mit dem Akku? Und vor allen Dingen, selbst wenn er jetzt noch gut ist, ich will das Auto ja eine Weile fahren. Ja. Ich will den ja wahrscheinlich nicht nur ein Jahr haben, sondern eine Weile damit fahren. Ist der dann die nächsten Jahre auch noch gut? Oder habe ich da irgendwie einbußen und sage nachher, ah, Mist. Das ist richtig, ja. Also man kriegt es ja schon öfter mit jetzt von den älteren Model S. Also die sind ja jetzt schon länger auf dem Markt. Das erste Model S war 2013, das heißt 10 Jahre haben sie jetzt durch. Die Akkus gehen kaputt. Es gibt auch schon Videos, wie die Akkus repariert werden nachher. Also ich denke, das ist sicherlich ein Thema. Mhm. Was mache ich bei 10 Jahren mit dem Verbrenner? Habe ich da auch manchmal meine Kosten natürlich, die auf mich zukommen. Ja, also natürlich kommen auch Kosten auf mich zu, wenn ich jetzt ein älteres Auto habe. Und desto älter er wird natürlich, desto höher wird das Risiko. Vorteil ist, ich habe auf dem Auto jetzt noch 8 Jahre Garantie auf die Hochvoltkomponenten. Die gibt Tesla uns. Also auf den Akku, wenn er natürlich eine zu krasse Degradation hat, nennt man das. Also wenn er zu wenig Prozent, also Speicherkapazität hat, kann man damit zu Tesla gehen. Auf die Motoren habe ich 8 Jahre Garantie. Also ich weiß nicht. Also jetzt noch 8 Jahre? Nein. Also insgesamt 8 Jahre? Genau. Also
noch 5 jetzt bei dem Fahrzeug. Ja? Also von dem her gibt es natürlich, es kann sein, dass das Fahrzeug jetzt hier zeigt 311 Kilometer an. Wir werden nachher sehen, wahrscheinlich haben wir keine 311, sondern wahrscheinlich haben wir eine reelle Reichweite von 200 bis 250 Kilometer, wenn wir Langstrecke fahren wollen, Autobahn mit 130. Das macht der neue natürlich besser und da ist natürlich auch der LFP-Akku wieder eine deutliche Verbesserung. So, die erste Fahrt geht schon 15 Minuten. Wir werden das voll durchziehen. Wir machen hier so ein Stundenvideo draus. Und weh, ihr schaut das Video nicht zum Ende an. Also wir merken, ganz kurzer Hinweis, wir sind noch beim Akku. Ihr merkt ja jetzt, wir haben hier gepunktelte Linie. 5 Grad, das ist das, was wir gesagt haben. Der Lithium-Ionen-Akku ist auch noch der kleine. Das heißt, wir haben hier noch einen hinteren Motor, der bringt nicht so viel Wärme oder warmes Kühlwasser, dass der Akku vorne wirklich voll mitgeheizt werden kann. Wir haben keine Wärmepumpe, das heißt, wir haben nicht noch eine zusätzliche Energiequelle, die Wärme macht, außer unsere Klimaanlage vielleicht. Und von dem her braucht das Auto ewig bei kaltem Wetter, bis es überhaupt warm ist. Das heißt, wir haben die ganze Zeit, wo wir jetzt schon über 20 Kilometer fahren, nicht die komplette Rekuperation, was natürlich auch wieder auf unsere Verbrauchswerte wieder sich schlägt. Also kaltes Wetter, Lithium-Ionen-Akku, müssen wir wissen, deutlich höherer Verbrauch. Normalerweise mit 15 Kilowattstunden kann man das Auto gut fahren, aber wir sind jetzt heute ein bisschen drüber. Aber es sollte auch der reelle Test widerspiegeln. Vorher. Wir müssen ja nichts schönreden, oder Senta? Nee. '57, ganz grob bei ganz langsamer Schleichnasenfahrt. Wir haben es gerade gemerkt an dem Gullideckel. Achten wir jetzt einfach mal drauf. Oder einfach, vielleicht Center brauche ich eine Meinung von dir, was du am Federungsgeräusch wahrnimmst. Einfach nur, dass wir einen Unterschied feststellen können, ob es sich verbessert hat oder nicht. Ich versuche darauf zu achten. Ich bin da nicht so sensibel im Ohr, was das angeht, aber ich guck mal. Okay. Also meinst du, es dürfte im neuen etwas weniger Geräuschkulisse sein? Jeder hat ein anderes Empfinden, gell? Mal. So, herzlich willkommen im Tesla Model 3 Center. Ja, vielen Dank. Ja. Also ihr merkt schon, das sieht ein bisschen anders aus hier. Da kommen so komische Zeichen. So. Center, deine erste Frage. Was mache ich denn jetzt? Ich greife hier ins Leere und ich weiß gar nicht, wie ich losfahren soll. Also Tesla schlägt es uns jetzt hier schon vor, gell? Betätigen, um Rückwärtsgang einzulegen. Aber wir wollen jetzt nicht rückwärts fahren, sonst fahren wir ja hinten gegen die Wand. Wand. Wäre uncool mit dem neuen Auto. Also wir haben jetzt hier, entweder haben wir hier oben, Fokus. Ja. Entweder gehe ich hier drauf und kann sagen, ich möchte jetzt losfahren. Okay. Und dann kannst du jetzt fahren und kannst auch hier rückwärts schalten. Mhm. Oder du machst das hier am Display mit rückwärts fahren oder vorwärts fahren. Okay. Oder Parkstellung, so wie jetzt. Okay? Mhm. Also hier oben, ja, man muss es mal ausprobieren. Ist jetzt ein bisschen lustig. Ich glaube, ich wäre jetzt mal eher dafür. Okay. Es ist so näher liegend irgendwie. Gut. Jetzt kommen wir mal nicht ganz rum. Dann kann ich das da schon mal hier. So, das ist vielleicht schon der erste Hindernis. Gut, das Windgeräusch hast du gerade angesprochen, gell? Ja. Leiser, definitiv. '68, '69 Dezibel. Das fahren wir vorher drüber. Also ist messbar leiser. Nicht nur gefühlsmäßig, gell? Mhm. Ich habe ein leichtes Säuseln vorne rechts. Ist mir gestern auch schon bei der ersten Fahrt aufgefallen, dass vorne rechts ein bisschen säuselt am Spiegel, Einstellungssache, aber definitiv ist das Fahrzeug leiser. Ja, und deswegen fällt uns das gar nicht auf. Ja. Jetzt habe ich schon mich gedreht. So, die Kreisverkehr. Aha. Ja, eigentlich wollte ich dann wieder drüber machen. Was ich schon merke, ist interessanterweise, die Senta, vorher hat sie geblinkt, im neuen will sie nicht mehr blinken. Oh. Also, ich glaube nicht, dass es große Gewöhnungssache ist bei den Blinkern. Die sind halt da, aber sie werden halt nicht mehr so gern benutzt, habe ich das Gefühl. Ich werde mich bemühen, mich zu bessern. Ging mir auch so.
Also die Automatik, die man einfach so hat, vom, egal aus welchem Auto wahrscheinlich fast, gell? Ja. Das ist, klappt halt nicht. Ja. Und vielleicht neigt man dann wirklich dazu zu sagen, da muss man dann vielleicht wirklich mit sich selber ein bisschen strenger sein und sagen, okay, ich blink trotzdem. Ja. Und dann gewöhnt man sich da sicherlich auch schnell dran. Ah, noch einen kurzen Zwischenpunkt. Wir hatten es vorher wegen der Rekuperation. Wir haben hier keine, beim neuen Model 3, finde ich jetzt interessant, ich habe keine Einstellungsmöglichkeiten mehr zum meine Rekuperation einstellen. Also ich habe hier Auto-Gangwechsel, ja, das ist das, was er dir vorschlägt, will ich jetzt rückwärts vorwärts fahren. Ich habe meinen Lenkmodus straff, Beschleunigung normal, aber ich kann keine Rekuperation mehr einstellen. Soll das Auto halten, soll es nur noch rollen, möchte ich niedrig oder möchte ich normal rekuperieren? Finde ich schade. Die Einstellung fand ich eigentlich nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, so 53 ist so der Mittelwert. Was man eindeutig merkt, ist, sind die Ausschläge. Vorher hat man, wenn wir über Unebenheiten gefahren sind, haben wir deutlich höhere Ausschläge des Federungskomforts. Die sind jetzt deutlich geringer bis nicht spürbar. Poltergeräusch? Kaum da. Ja. Also ich finde es cool, weil die Center echt eigentlich wenig Tesla fährt. Tesla geht ja, also Center fährt immer so ab 500 PS aufwärts normalerweise, aber von dem her finde ich deinen Eindruck echt cool, einfach weil der ist jetzt natürlich, der ist pur der Eindruck, nicht einer wie mir, wo jahrelang schon Tesla fahren und dann jede Kleinigkeit vielleicht bemerken oder den Unterschied feststellen, sondern einfach einsteigen, losfahren und die Praxistauglichkeit erkunden. Das finde ich cool. Center. Jetzt haben wir 50 Kilometer mit beiden Autos runtergespult, haben Eindrücke gesammelt. Ihr habt die Eindrücke mitbekommen. Ganz grob. Wir machen jetzt einfach mal Vorteile neues Model 3. Ja, also finde ich ganz klar der Fahrkomfort. Einmal Geräuschkulisse habe ich spontan wirklich als extrem leise empfunden. Kein Windgeräusch, kein gar nichts eigentlich. Also sehr, sehr ruhig. Fahrkomfort absolut angenehm. Ob huckelige Strecke oder nicht, insgesamt einfach ein total angenehmes Fahren. Auf jeden Fall als Vorteil. Die Optik habe ich schon gesagt, dass sie mir gefällt. Ja, ich glaube, da habe ich die Vorteile soweit, was mir spontan einfällt. Vorteil. Jetzt muss ich natürlich kämpfen. Nein, das ist ja kein Wettkampf. Wir wollen ja nur objektive Meinungen wiedergeben. Model 3 2020. 13.000 Euro günstiger. Ich denke, ich ist ein fetter Vorteil. 13.000 Euro in der Tasche haben oder nicht? Ja. Dann, wenn ich das Auto habe, ich kriege das Auto noch mit PTC-Sensoren. Die Autos jetzt, die wir sie kriegen, wie den, gibt es nur noch ohne PTC-Sensoren. Hier habe ich noch PTC-Sensoren, die ordentliche Werte wiedergeben, wo einfach ein ordentliches Bild haben. Das finde ich klasse. Ich habe einen Blinkerhebel und ich habe einen Ganghebel. Das ist ein Riesenvorteil meiner Meinung nach, weil ich kann einfach ganz normal, wie ich Autofahren gewohnt bin, mit dem Auto fahren. Das finde ich klasse. Und ja, soweit mal, ganz grob als Zusammenfassung. Ich habe einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Eigentlich wahrscheinlich mit der wichtigste, der Akku. Wir haben es bei der Fahrt ja schon super schnell warm, das Fahrzeug. Ich finde es ein absoluter Vorteil, dass es auf niedrigen Temperaturen hier jetzt nicht irgendwie was zu beachten gibt oder Einbußen gibt. Also Akku tipptopp, finde ich, beim neuen. Und damit hast du mir schon das Stichwort gegeben für die Nachteile. Akku. Also wenn ich jetzt so ein Model 3 gebraucht kaufe, habe ich den Nachteil, dass ich jetzt hier in diesem 2020er den Lithium-Ionen-Akku habe. Das heißt, ich sollte nur bis 80% laden. Von dem kleinen Akku, der 55 Kilowatt Ladeleistung hat. Ja, mit Degradation natürlich, mit den Jahren. Heißt, ich habe natürlich eine relativ geringe Reichweite. Plus, ich habe natürlich einen erhöhten Verbrauch. Klar, auch ein Nachteil. Ich habe ein gebrauchtes Auto irgendwo. Wenn der Vorbesitzer natürlich nicht sorgsam umgegangen ist,
Auto ist kaputt oder was auch immer, ist immer so. Wobei wir festgestellt haben, innen drin, das Material ist relativ ja, robust. Trotz starker Beanspruchung. Genau. So. Reifen, Bremsen, ja. Aber 13.000 Euro. Und ich habe auch keinen Service. Ich habe noch ein Jahr Garantie und ich habe noch weitere 5 Jahre Garantie auf Akku und Motoren. Von dem her habe ich eine relative Sicherheit, wenn ich so ein Fahrzeug mir zulege. Aber ich habe natürlich nicht das Neueste. Nicht das, was gerade Stand der Technik ist. Aber das gab auch noch Nachteile beim Highland. Ja, also ich fand es wirklich extrem ungewohnt und im ersten Moment auch schwierig, die Gänge einzulegen, sage ich jetzt mal, einfach zu sich zu orientieren, okay, ich stelle es jetzt am Display ein oder vielleicht sogar am Himmel oben, was ich ganz speziell finde, aber vielleicht mag es auch jemand. Ich persönlich fand es etwas oder finde es ein bisschen angenehmer und komfortabler mit dem Schalthebel, wie es bisher war. Das Blinken haben wir auch schon als Thema gehabt, also die Knöpfe sind eine coole Idee irgendwie, im ersten Moment total nett, aber in der Praxis beim Fahren eher schwierig, speziell im Kreisverkehr. Aber gut, vielleicht gewöhnt man sich dran. Ich sehe es spontan als Nachteil. Ansonsten fällt mir jetzt als Nachteil eigentlich nicht wirklich was ein. Also von dem her, cooles Auto. Ich hoffe, wir konnten euch einen objektiven Einblick geben in beide Fahrzeuge. Und ihr jetzt selber entscheiden könnt, ist es euch die 13.000 Euro mehr wert oder ein guter Gebrauchter? Ist es auch ausreichend? Wir wünschen euch alles Gute weiterhin. Abonniert unseren Kanal und bis bald. Ciao.